Jovetic kommt rein, ja? Ich guck ihn an. Ich hab ihn einfach nicht erkannt. Aber das ist das Bett. Weste Kader sind Kornic. Gian im Headglitch. Warte, Angriff, Leute. Union ist doof. Also ich muss ja reinkommen. Nee. Doch. Hey, Leute. Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video, meinem allerersten Vlog, meinem allerersten, was auch immer. Ich verspreche mich die ganze Zeit, deswegen nehmen wir es einfach ins Intro. Ist mir jetzt kackegal. Also, Freunde, ich fliege morgen für 5 Tage nach Berlin zu Hertha. Und wir werden dort auf jeden Fall ein bisschen Content produzieren. Ich freue mich mega darauf. Bis morgen und habt noch eine schöne gute Nacht, wenn ihr es abends anschaut. Wenn nicht, dann wünsche ich euch trotzdem eine gute Nacht. Heute Morgen einfach vergessen, den Vlog aufzunehmen, weil ich einfach generell vergessen habe, dass ich überhaupt... Meine Bahn hat einfach Verspätung. Und auf jeden Fall... Hoffe ich, dass ich zu spät komme. Ich hoffe, dass ich nicht zu spät komme. Ich melde mich dann, wenn ich in der Bahn bin. Wie bitte? Wie bitte? Ich bin jetzt am Flughafen, Freunde. Ich war gerade beim Bäcker. Warte mal, wo lange muss ich denn? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das kann echt nicht wahr sein. B11 bis B70 und ich bin natürlich B71. Wo soll ich jetzt hin? So, so, ja, wohin? Ich bin jetzt in der E-Sports Akademie unserer E-Sports Abteilung angekommen. Hier zocken die Jungs immer. Ich nicht, weil ich aus Köln komme. Aber, ach, da bin ja. Was ist das denn? Ey, das ist so cool, die Bilder hier, ne? Das ist richtig, richtig cool. Gerade ist was richtig Peinliches passiert. Gian, von 1 bis 10, wie peinlich war es? Einfach 10. Jovetic kommt rein, ja? Ich guck ihn an. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn einfach nicht erkannt. Haben wir ein paar Sachen mit dem aufgenommen, ein paar Packs geöffnet. Und wir zwei nehmen jetzt immer noch ein Video auf. Ich hoffe, es wird lustig. Glaubst du? Dass die Button noch Voice Cracks. Ja, ovo njemački pa točno. A tempo? Pa šta je tempo točno? Pa tempo kad trčali. Brzina? Ja... Brzina, a 65. Veste kada sam kornjač. Odbrana je dobra, 35. Možda i previše. Leute, wir sind on air, die Traumfabrik mit Gian. Gian, dein Wort. Was sag uns was über den komm Raum. Rein hier, komm. Schön ist hier. Ja. Hier ist unser Content-Studio eigentlich. Wir machen hier PR und wir können hier alle Lichter einstellen. Wir können hier das Hintergrundständchen ändern. Wir haben oben Lichter. Also, das Hintergrund. Ja, das Hintergrundzeug. Wir können halt, wie gesagt, das Hintergrund. Das habe ich gesagt. Richtig geil ist es. Dass man hier ständig halt im Hintergrund und dann kann man Farben und so. Das hast du schon das dritte Mal gesagt. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich krass. Wir setzen uns mal hin. Was glaubst du, wer gewinnt? Ich sag ehrlich, ich. Ich glaub, du gewinnst, aber ich war auch so ein bisschen. Okay. Gibt's hier sonst noch einen Trick? Warte, inwiefern? Mhm. Dass sie angeht? Ist auch on? Hand. Doch. Gian, ich krieg den Punkt, ne? Nee. Das. Ein paar Sekunden später. Es gibt keine Regeln. Moment mal. Uns wurden die Regeln nicht mal erklärt. Die Regeln wurden nicht gesagt. Und? Das heißt, die Regeln fallen dementsprechend weg. Es müssen beide Parteien über die Regeln aufgeklärt werden. Das heißt, wir kriegen den Punkt. Gian sagt einfach, dass seine Haare, ja, schöner sind als meine. Jeder zweite hat so eine Frise wie du. Ja, aber keine Ahnung. Aber keine Ahnung was. Denn meine Haare sieht man nicht so oft wie deine. Ja, deine sind lang, sind wellig und keine Ahnung. Und deine sind fast fresh. Meine sind halt komplett so Strich hier. Weißt du, was die Scheitel sind? Was hast du das Samra-Schnitt? Ja, ich weiß. Also safe ist es so ein Schnitt. Mhm. Ja, das Programm für heute ist auf jeden Fall fertig. Morgen geht's weiter. Wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ich hab Hunger! Der Mann ist am Fasten und dreht gleich durch. Ich bin jetzt beim Hotelzimmer angekommen. Das ist halt irgendwie so auf Französisch angelegt. Die Wände, die Decken, sorry, und Wände, was auch immer, sind einfach so hoch. Alter, man sieht das doch direkt an den... Ich stell mich jetzt da sowas von hin. Wartet kurz. Passt das halt nicht? Oh, fuck. Guck mal bitte, wie wenig ich hier einnehme von der Gardine. Hier gibt's einfach kein Licht. Also die einzigen Lichter sind diese Nachtlichter hier. Aber dieses Zimmer an sich hat einfach kein Licht. Ich werde duschen gehen, Freunde. Dann nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich brauche safe eine Dusche. Nach dem ganzen anstrengenden Tag habe ich das auf jeden Fall verdient. Ja,
Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Ich bin vor 5 Minuten aufgestanden. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt zum DM und kaufe erstmal das, was ich brauche. Dann zeige ich euch. Warte mal. Okay, ich bin vorbeigelaufen, wieder rückzug. Da ist er denn. Ich bin jetzt im DM. Und ja, jetzt werden erstmal ein paar Sachen. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Der DM öffnet erst eine halbe Stunde. Wir stehen hier einfach Schlange. Das war's komplett. Ich halte jetzt einfach mit meinem Yashin-Handschuh. Oh mein Gott, warte, es wird heiß. Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht und dann geht's los und bis gleich. In der Traumfabrik werden auf jeden Fall ein paar Videos aufgenommen. Gian und Leroy sind am Start. Gian, hast du verloren? Ja, Mann. Ja, Mann. Tom Ehrenleute. 89. Minute, letzter Angriff vom Gegner. Das ist kein Aus. Das ist der Bruch. Nein, Verlängerung. Gian im Headglitch. Nee. Was denn, Junge? Du bist im Headglitch. Ja, manchmal muss ich eben, ich weiß nicht. Hallo. Hertha hat heute gut gespielt. Es war ein Top-Einsatz hier von Jovetic. 2 Tore, 2 Vorlagen. Was sagen Sie dazu? Zum heutigen Spieltag. Mikrofon ist da vorne. Ja, Entschuldigung. Ja, zum heutigen Spieltag. Wir haben halt Druck gemacht. Das, was wir im Training gemacht haben, haben wir umgesetzt. Gian, sind Sie nicht auch im Sturm? Ich habe Stürmer und zentrales Offensiv-Mittelfeld gespielt. Aber das wie viele Tore haben Sie in Ihrer Karriere gemacht? Sehr viele. Wie viele denn? Vielleicht so 100, 200. Aber von Minis bis... Ach so, bis die ganze Karriere. Also 200, 300 habe ich locker. Endlich wieder zu Hause. Also nehmen wir das einfach mal zu Hause. Ja, nachher geht's in die Shisha-Bar. Timo kommt heute nach Berlin. Das heißt, ja, heute Abend wird ein bisschen gechillt. Ich habe die Berliner Zeitung gekauft, weil hier einfach ein Artikel über mich ist. Und ich sehe einfach aus wie ein Alien. Einfach ein Alien. What the fuck? Guten Morgen, Freunde. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Heute ist das Derby Union gegen Hertha. Ich freue mich mega auf das Spiel. Wir haben auch richtig coole Plätze, VIP-Plätze. Du bist Teil meines Vlogs. Doch. So Leute, ich bin jetzt vorm Olympiastadion. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt ein paar Sachen hier auf. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich freue mich mega. Ich saß gerade auf Klo und dann hat einfach Hertha das 1-1 gemacht. Es ist noch alles offen. Wir hoffen, dass 3 Punkte mitgenommen werden. Aber guck, dass man die VIP-Lounge an. Die ist mega, mega, mega schön. Ehre, was glauben Sie? Das ist der 5. Versuch hier. So, was glauben Sie, wie wird Hertha abschließen? Ich glaube, es wird noch ein 2-2. 2-2. Nicht 3-2. Aber gerade sieht es gefährlich aus. Warte im Angriff, Leute. Union ist tot. Wie laufen, das ist ja vom Funken gefragt.